Hallo zusammen, wir sind heute hier live auf dem Hasemar E-Day im Moa Hotel in Berlin und bei mir steht Svenja Mennerich. Svenja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Svenja, du bist wahnsinnig spontan. Heute Nacht um 3 hast du dich entschieden, der Hasemar aus der Klemme zu helfen und du bist eingesprungen für eine Speakerin, die abgesagt hat, zu einem Thema, das uns sehr am Herzen liegt, Female Leadership. Du bist Business Coach für Transformation and Emotional Intelligence. Möchtest du uns ganz kurz ein wenig von deinem Background erzählen? Ja, sehr gerne. Also vielen Dank erstmal, dass ich die Chance bekommen habe, so kurzfristig einzuspringen. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich merke, ich lerne ganz tolle Menschen kennen hier heute. Allein das war es schon wert. Genau, ich bin Wirtschaftspsychologin mit dem Hintergrund der Achtsamkeitstrainerin und Business- und Mastercoach und habe mich vor einer ganzen Weile selbstständig gemacht mit meinem Unternehmen Next Generation Coaching und Consulting, wo es eben auch um die Themen New Work geht, wo es um die Themen, wie du schon gesagt hast, Emotional Intelligence, Transformation, aber eben auch Achtsamkeit geht oder Mindfulness. Und es liegt mir selber sehr am Herzen. Zudem bin ich seit vielen Jahren als Führungskraft in einem internationalen Konzern tätig und Female Leadership betrifft ja uns alle, die wir in diesen Positionen sitzen. Und es war schön, heute darüber reden zu können. Und ich freue mich, dass wir jetzt hier sind. Ja, super. Dein Vortrag Female Leadership und Women in Leadership, den du gehalten hast, für all diejenigen, die nicht dabei sein konnten, die auch im Livestream nicht dabei sein konnten heute. Was würdest du sagen, sind die 3 zentralen Kernaussagen? Also was mir heute wichtig war zu vermitteln, das war zum einen, dass es sehr, sehr viele Stereotypen gibt, mit denen wir uns als Frauen immer noch rumschlagen, mit denen sich aber auch Männern herumschlagen müssen. Im Sinne von Männer sind die egoistischen, rücksichtslosen, durchsetzungsstarken Machertypen und Frauen sind die hilfsbereiten, freundlichen, netten Zuhörerinnen. Und wir haben darüber gesprochen, dass diese Stereotypen sicherlich irgendwo seine Berechtigung haben, aber dass wir alle Individuen sind in dieser Welt und viel mehr dazu beizutragen haben als das. Und eine weitere Kernaussage war, dass das Thema Achtsamkeit in den letzten Jahren ganz stark durch die Decke gegangen ist. Ich habe erzählt, wenn man Mindfulness eingibt, bekommt man 126 Millionen Treffer bei Google mittlerweile. Und es kann uns unglaublich viel helfen in dieser aktuellen Situation, in der wir sind, wo so viel Unsicherheit ist, wo so viel Veränderungen stattfinden. Uns dort auf das Thema Achtsamkeit zu beziehen, aber eben auch auf das Thema Transformation. Und das hat sehr viele weibliche Qualitäten im Sinne von Kommunikation, Mitgefühl, Verständnis. Empathie. Und was mir wichtig war, auch mitzuteilen, ist, es geht nicht nur darum, als Frau in Führungskräften klein beizugeben, sondern es geht darum, Menschen zu verstehen, das Acknowledgement sozusagen, und sie gleichzeitig zu empowern, ihren eigenen Weg zu finden und in ihr Potenzial zu gehen, auch in diesen schwierigen Situationen. Und ich glaube, als letzte Kernaussage, Lea, dass es mir wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass es eine Sowohl-als-auch-Mentalität sein sollte, dass wir weggehen sollten von, es sind nur Frauen, die es richtig machen, es sind nur Männer, die es richtig machen. Ich glaube, wir haben alle ganz wunderbare Qualitäten und in dieser schwierigen Zeit, in der wir sind und die auch noch vor uns steht, sollten wir uns zusammentun und sollten gucken, wie wir diese Qualitäten dazu bringen, dass wir Großes erreichen. Und ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Super, das sind wertvolle Punkte und ich stimme dir auch voll zu. Jetzt habe ich noch eine Frage und zwar, wenn du Kinder hättest, ja, welche Werte würdest du deinen Kindern in Bezug auf Female Leadership mitgeben wollen? Schöne Frage. Ich selber lebe seit vielen Jahren, versuche ich nach 2 Grundsätzen zu leben. Mhm. Der eine ist, behandle andere Menschen so, wie du selber behandelt werden möchtest. Mhm. Und der nächste ist, urteile nie über einen Indianer, in dessen Mokassins du nicht seit 2 Monaten gelaufen bist. Und das sind für mich Dinge, die viel mit Wertschätzung zu tun haben, die viel mit Respekt zu tun haben. Und ich glaube, in der Gesellschaft, in der wir leben, können wir es uns leichter machen, wenn wir mit Respekt und Wertschätzung miteinander umgehen. Und ich selber war viele Jahre Opfer des berühmten, bekannten Imposter-Syndroms, die Selbstzweifel, ob man die Dinge wirklich kann, die man da tut, oder ob man eigentlich nur durch Glück in bestimmte Positionen gekommen ist. Ich habe mich davon befreien können, Coaching sei Dank und auch Meditation sei Dank. Und das wäre etwas, was ich meinem Kind mit auf den Weg geben möchte, zu sagen, lass dich nicht von den Limitationen der Gesellschaft einschränken in dem, was du gerne tun möchtest, sondern tu das, was dir Spaß macht. Und ja, eine Sache, die wir auch im Panel noch besprochen haben, scheiter heiter. Das ist der beste Tipp gewesen des Tages, finde ich, und den sollten wir uns alle zu Herzen nehmen. Svenja, super, vielen Dank. Super, dich kennengelernt zu haben. Deinen Vortrag, den habe ich sehr genossen. Es war klasse, mit dir auf dem Panel zu sein. Und ja, bleiben wir an dem Thema dran, würde ich sagen. Sehr, sehr gerne. Ja. Vielen lieben Dank. Danke dir.